Da haben wir ein bisschen, ja, bisschen Pech gehabt. Aber wie gesagt, wir haben hier oben relativ schnell gebaut und dann hat man plötzlich ein Stromproblem. Man sieht es gar nicht kommen. Also wir haben hier auch ausgebaut alles, haben plötzlich viel mehr Einwohner. Und da kommt sofort, dass ja, der Strom halt viel zu wenig ist. Und das merkt man vorher gar nicht so richtig, dass es eigentlich zu wenig ist. Und plötzlich ist man dann überrascht. So wie ich eben. Plötzlich kein Strom mehr da. Oder sagen wir mal so, einfach viel zu wenige. Und die Schulen, die werden sich ab jetzt wieder ein bisschen füllen, ne? Es fängt wieder Schule an, 7 Uhr. Also 7:30 ist jetzt dann gleich. Ich denke mal, die haben auch 7:30 als Schulbeginn. Und die Kinder sind natürlich überhaupt nicht pünktlich, ist klar. Ich sage jetzt nicht dazu. Ist es hier so heiß oder denke ich das nur? Ich denke mal, es ist relativ heiß, ja. Gewerbegebiete ist die Nachfrage doch relativ hoch. Aber ich traue mich jetzt nicht so weiter zu bauen hier. Und das hört man sicher auch wieder in der Aufnahme. Dieser blödes Flugzeug hier. Ah, Wasser. Verstopfte Rohre. Uiuiui. Aber normal ausgelastet. Also eigentlich überhaupt kein Problem. Momentan, aber mit der Zeit wird es ein Problem. Ich glaube, als nächstes nehmen wir wirklich die Versorgungsabteilung. Damit wir in der anderen Stadt, die wir wahrscheinlich dann in der nächsten Aufnahmesession anfangen werden, also diese, ich kann es mal kurz sein, dieses Yorkshire da, werden wir, denke ich mal, in der nächsten Aufnahme anfangen. Das heißt, nicht erschrecken, wenn wir dann plötzlich in einer anderen Stadt sind und wieder von Anfang an anfangen. Wir werden hier natürlich wieder zurückgehen. Das hier wird nur eine kleine Hilfe für das. Also das bleibt die Hauptstadt. Kann ich euch sagen. Aber wir brauchen halt die Unterstützung von den Nachbarstädten. Besser gesagt auch den Platz. Wir haben hier als nächstes bauen wir dann eben diese Versorgungsabteilung, sobald wir die 15.000 Einwohner haben. Ich denke, dass es kein Problem ist, das noch zu schaffen. Das ist doch nicht gerade. Ich halte Shift gedrückt. Aber Entschuldigung, das ist überhaupt nicht gerade. Es geht aber nicht anders. Was ist denn das hier bitte schön wieder? Ich weiß es nicht. Haben wir auf jeden Fall geschafft, das mit dem Park. Sehr gut. Ich baue wieder viel zu viel. Ich weiß es doch. Hier Gewerbegebiet hier. Alter, ich baue doch viel zu viel hin, wirklich. Noch ein paar Parks. Hier. Da. 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 Und da noch ein. So. Schule. Sind voll. Oh. Dann muss ich wieder hier einschreiten und noch. Jetzt haben wir Platz für 990. Mehr, also 950, nicht 990. Mehr wird dann auch nicht mehr gehen. Nachher ist die Schule voll und ich baue hier viel zu viel. Oh meine Güte, jetzt. Ich sorge schon mal vor.
Ich werde hier schon mal noch ein Rad aufstellen und ein bisschen vorsorgen. Wie viele können wir hier noch aufstellen? Das wird nur noch für eins reichen. Vielleicht nehmen wir aber dann hier so ein großes. Das hat wenigstens hier Platz. Aber wir werden es ja dann noch sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Auf jeden Fall wird die Stadt langsam groß. Also wirklich, hier sind noch kleine Häuser, ist klar, kleine Dichte und alles. Aber mit der Zeit wird es wirklich groß hier alles. Keine Bildung, hier ist Schule. Ich check es einfach nicht, aber gut. Ja, es geht sehr hoch und wir haben Dezember im Jahr 1. Das heißt, bald ist Neujahr. Dabei war doch erst gerade Neujahr. Also Real Life natürlich. Und wir machen mega viele Einnahmen. 3000, aber das kann uns ja eigentlich egal sein, ganz ehrlich. 10% Steuern, das ist nichts. Das lassen wir einfach so. Den Zehnt, so wie früher im Mittelalter. Die Leute hier müssen nicht 10% Steuern zahlen, sondern den Zehnt abgeben. Ja, wieder altmodische Sachen, aber effektiv. Wieso baut man hier keine Häuser? Los, bauen, bauen, bauen. Schau mal kurz auf Strom. 6,5 Überschuss. Wasser. Oh, okay. Wasser. Wasser wird langsam eng. Dann baue ich nochmal so einen Wasserturm hier hin. Dann haben wir wieder mehr Überschuss. Und hier schaue ich auch mal kurz. Ja, da braucht es auch noch ein neues Abwasserendrohr. Das packen wir dann einfach mal. Hier so hin. Und dann geht trotzdem noch alles an das hier. Und das überhaupt nicht. Aber okay. Gut. Das kann ja egal sein. Wir gelten jetzt als Kleinstadt. Für den Status einer Vorstadt bräuchten wir mindestens 15.000 Leute. Möchten Sie es versuchen? Belohnung 15.000 Simoleons. Natürlich. Das wird überhaupt kein Problem. Also wirklich nicht. Das wird nicht das Problem. Industrie brauchen wir vielleicht noch ein bisschen. Merke ich jetzt gerade. Arbeitslosigkeit, ja. Kommt sofort. Keine Demonstranten mehr beim Rathaus, sehr gut. Und wir machen immer noch sehr viel, ja, Gewinn halt pro Stunde. Und das war wieder ein Flugzeug ohne, ja. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass die Kopfhörer hier nicht funktionieren. Also insofern, also funktionieren tun sie schon, aber wahrscheinlich ist der Akku wirklich fast alle gewesen. Praktisch leer und ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Weil, nachher gucke ich dann noch Fernsehen. Also für die, die nicht wissen, ich nehme jetzt am Sonntag auf. Also heute ist Sonntag. Das heißt, ich nehme jetzt auf. Nachher bearbeite ich das ganze Zeug. Rendern muss ich es heute auch noch. Und hochladen muss ich es heute auch noch. Und wir haben jetzt schon 11 Uhr. Und das Problem ist, am Dienstag kommt die erste Folge von dieser Aufnahme. Und nachher möchte ich gerne noch Fernsehen schauen, weil es kommt die Abfahrt aus Wengen. Die Lauberhornabfahrt. Also die längste Abfahrt. Oder, na, es ist, glaube ich, die längste Abfahrt der Welt, die es je gibt im Weltcup. Und die ist halt einfach sehr spannend, weil die auch in unserem Land liegt. Also in der Schweiz.
Gewerbegebiete braucht es ein bisschen. Dann bauen wir doch einfach ein paar. Das ist ja kein Problem. So. Hier so ein Gewerbegebietsviertel. So ein kleines um fast 4000 Simoleons pro Stunde, die wir verdienen. Und hier gibt es jetzt wieder ein bisschen größere Häuser. Das nenne ich doch mal schön. Die Stadt wächst. Und das ist wirklich schön. 4000 Einwohner brauchen wir noch. Dann haben wir das nächste Update. Und dann können wir uns wieder diese Versorgungsabteilung holen. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiterbauen hier. Das ist doch nicht gerade. Also ganz ehrlich, das mit Shift sollte ja die Straße dann gerade werden. Aber das ist überhaupt nicht gerade. Ich verstehe es nicht. So. Hier und hier.